Der Bundeshaushalt für 2025 steht fest und damit auch, dass es eine erneute Erhöhung des Kindergeldes geben wird. Ab 2025 erhalten Eltern pro Kind und Monat 5 Euro mehr Kindergeld und damit eine Summe von 255 Euro. Ebenfalls beschlossen wurde, dass bereits im Folgejahr eine erneute Erhöhung um 4 Euro erfolgt. Ab 2026 erhalten Eltern dann pro Monat und Kind 259 Euro Kindergeld. Außerdem soll 2025 die Kindergrundsicherung starten. Der Plan des Familienministeriums ist, dass Eltern mit Einführung der Kindergrundsicherung nur noch einen Antrag stellen müssen, um das Kindergeld, aber auch weitere Sozialleistungen wie beispielsweise den Kindergeldzuschlag zu erhalten. Eltern sollen zukünftig von der zuständigen Behörde aktiv darauf hingewiesen werden, dass ihnen weitere Leistungen zustehen. Aktuell müssen Kindergeld und weitere Sozialleistungen wie der Kindergeldzuschlag separat und zum Teil bei unterschiedlichen Behörden beantragt werden. Das führt momentan dazu, dass Familien, die Anspruch auf staatliche Gelder hätten, diese nicht beantragen und erhalten.